Hallo und willkommen zurück zu All the Mod 6 mit dem Castcrafter. More my stats. Und heute eine wirklich besondere Folge, weil wir haben jetzt All the Modium. Alter. Ui. Genug. Und ich habe ja gerade schon ein paar Level gefarmt an der Farm noch zwischendurch. Und wir haben jetzt wirklich 66, 65 und 69. Heiko, sollen wir uns eine Rüstung bauen? 69. Ja, müsste reichen, oder? Ja, eigentlich schon. Also Rüstung war, glaube ich, easy. 24 Dinger. So. Oh, ich habe eins zu viel genommen. Nein, ja. Alle wieder reingelegt. Oh nein. Oh nein. Das ist einfach so, weiß nicht, so OP gefühlt. Ich bin echt gespannt jetzt auf die Rüstung, was die kann, ne? Weil, ich meine, wenn man sich die Werte von der Rüstung anguckt, ist die schon gut. Ja, aber wir müssen die Sachen gar nicht raus. Wir haben die im System, ich Vollidiot. Oh, true. Achtung. Die ist schon sehr krass, muss man sagen, ne? Alter. Bist du zufrieden, oder wie? Guck mal, 120, ne, ach, das weißt du, was das Plus war? Das ist Knockback Resistance. Ja, ja. 420. Also 94 Armor, 110 Armor, 120, 95 Armor, Armor Toughness und 420 Knockback Resistance. Ich glaube, wir sind... Warum ist die so gut? Heiko? Glaubst du? Lass, aber ich habe Level. Peter, das müssen wir jetzt riskieren. Oh! Krass. Und? Ja, halb. Boah, aber immer noch halb? Ja. Krass. Okay, dann... Und er haut einfach den Schlüssel von der Wand. Oh nein. Boah, aber überleg mal. Du hast jetzt so... Wie viel? 300 Rüstung? Ja, ja. Oder 400 und das macht immer noch Hälfte Damage. Krass. Der Bogen ist übel, glaube ich. Der macht einfach True Damage. Ignoriert Rüstung so. Ja, einfach durch. Ja. So, wie machen wir denn die anderen Sachen? Weil es gibt ja auch noch gewisse Tools. So ein Schwert hätte ich ganz gerne. Da brauchen wir Vibranium, Unobtainium Alloyingets. True. Die müssen wir energizen. Energizer. Ja. Den haben wir doch. Aber ich glaube, wir brauchen einen besseren Rod. Rod. Wir können eine Stufe höher bauen vom Rod. Also wir brauchen eine 50k kann. Ja, Basic würde reichen. Eine Stufe höher. Echt? Ja. Wir können aber auch Hardened, glaube ich, machen. Ah, Basic würde reichen. Aber wir können auch Hardened machen. Hardened. Warte, wir brauchen ein bisschen Basic Capacitor. Ich baue mal. Warte, was war das? Von einem ein bisschen. Ja. Und Unobtainium. Davon auch, ich gehe mal rüber an den Reaktor, dann können wir das ja da anschließen eigentlich, oder? Ah ja, stimmt. Dann haben wir schneller. Maximale Energie. Maximale Energie activated. Glaubst du, man kann mehr von den Dingern benutzen? Ja, ja, auf jeden Fall. Also mehr von den Rods, das geht? Mhm. Oh, Hammer. Da bist du 4 oder so, meine ich. Okay. So, warte, dann brauchen wir den Energizer. Obwohl, den Energizer hatten wir. Ich mache jetzt nur so einen Energizing Rod. Genau, den Orb habe ich schon hier drüben stehen. Okay, wir haben doch nicht so viel Energize Steel. Wir nehmen die normalen, den Basic. Der reicht aber, ne? Der reicht, ja. Okay. Basic. Warte, ich mache das jetzt anders, ey. Geh mal im Sack. Hammer! Sorry. Aber das ganze Hin- und Her-Gecrafting, dieses Mikro-Crafting, geht mir halt, ne, ist nicht so cool. Ich habe die jetzt im Auto-Crafting drin und bestell mir jetzt einfach 4 Rods und gut ist. Sehr gut. Da ist er. Mach mal 4 Stück jetzt. Start. Yeah. Da brauchen wir noch die Starter-Rods. Cool. Warte, Rod-Starter. Wie können die Rods stehen? Immer 2 also Abstand. Immer 2 Abstand zu dem Orb? Ja, also ich weiß nicht, ob man sogar noch mehr machen kann. So, jetzt müsste es aber funzen, pass auf. Ich kann ja einfach mal mehr mitbringen, oder? Wenn ich jetzt, keine Ahnung, 5 bestelle erstmal. Also ich weiß nicht mal, ob wir so viele anschließen können, aber bring mit. Ich bring mal mit 1. Starter, Basic. Okay, Basic haben wir. In a world. Hammer. Irgendwie habe ich voll viel Hunger. Kann sein, weil du mich so abgeschossen hast gerade. Dass du richtig viel healen musstest. Ja, ja. Hi. Ah, er hat schon die guten Kabel am Start. Sehr gut. Gleich mal vorbereitet. Oh, warte mal. Ich kann hier jetzt den Supermove machen, oder? Oh, warte. Ich glaube, das geht einfach so. Warte.
Ah, guck an. Soll ich schon ausprobieren? Müssen wir eventuell noch linken? Oh. Ah, ne, geht schon, geht schon. Okay, krass. Wie cool. Oh. Ey. Oh Mann. Hammer. Boah, krass, der haut aber raus, ne? Sieht man das? Ne, Raktor juckt's einfach gar nicht. Hoho. Komm, noch ein. Heiko, noch ein. Hä? Ach so, ist schon fertig? Ja, klar. WTF? Der hat kurz geblitzt, der Reaktor. Ich wollte gucken, ob der jetzt was macht. Ah, jetzt arbeitet auch der Dreckige. Der Dreckige. Oh, hey! Nein. Du hast... Oh, hey! Hey! Nein! Hilfe! Wird immer noch schlimmer. Gib mir mal den Barren. Gib, Ah, das ist leider mein Barren jetzt, Peter. Ah, da ist er. Ich wollte blocken, weißt du? Ja. So. Gehst du jetzt schon das Schwert bauen? Das ist Quatsch. Ich will es Aber hoffen. Damit können wir, also fliehen können wir noch nicht, ne? Okay, das ist schon mal gut, weil wir dachten, damit würden wir den Angering einfach aushebeln. Ja. Und wir machen dann dem nächsten Wither mit den Waffen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich auch. Or the Modium. Weißt du, was wir gleich unbedingt noch machen müssen? Wir können mal den Digital Miner schnappen und nochmal diese Petrified Orb-Dinger holen, damit wir die gleich indestructible machen können, die Tools. Stimmt, stimmt. Und die Rüstung auch. Heiko! Oh, yeah. Peter! Sei gegrüßt. Ey! Bist du sicher? Richtig dumm. Ja, gut, ich tu weg. Ah! Oh, hey. Meine Pickaxe. Nein, hier. Ich hol mir noch mehr, ich mach noch mehr von diesen Dingern. Und was für Dingern? Diese Rods? Ja, ja. Die gehen schon ab, ne, wenn man so viele hat. Ja, eigentlich können wir die, glaube ich, also ich kann ein paar bestellen. Rods. Wollen wir da mal, ja, eigentlich können wir echt so einen Ort machen, der umgeben ist von solchen Rods, ne? So in alle Richtungen. Ja, wir brauchen ja eh noch relativ viel nachher auch für den größeren Reaktor. Ne, warte, 40 wollte ich jetzt nicht bauen, 10 vielleicht noch. Start. Ja. Geht das denn jetzt auch? Oh, weißt du, was ein bisschen schade ist? Ne, hau raus. Dass er nicht direkt 2 oder 3 Ingots gleichzeitig machen kann. Kannst du machen. Aber macht er nicht. Glaube ich. Oder Blöcke kannst du, glaube ich, machen. Ah, Blöcke wäre krass. Crafte mal Blöcke zusammen. Das probieren wir doch. Also, sofern es Blöcke gibt von dem Zeug. Gibt es. So, warte. Aber infusen kann man sie nicht zusammen. Oh, oder da sind wir zu schlecht für, das kann auch sein. Haben Sie noch Kabel? Ui. Oh, warte, brauchen wir gar nicht. Nicht? Okay. Oh Gott. Warte. Ja. Ah, ja, doch. Boah, wie krass. Guck mal, wie hell das ist an dem Punkt, wo die zusammenkommen. Sieht richtig cool aus. Und wie schnell das jetzt ist. Ach du Heilige. Bäum. Guck mal. Boah, einfach super krass. Wie viel haben Sie schon? Ich habe gerade 10. Krass. 10 schon? Ja. Aber das ist echt ultra schnell, ne? so ein geschicklicher Spiel, ne? Achso, dass du nicht zu früh rausnimmst? Reaktionszeit einfach. Aber auch zu Nein, dir. Nein, nicht so schnell. Aber du machst gar nicht mit, Glück hast. Nee, ich leg nur nach. Kann ich meinen Puls wieder runter regeln. Ja, eigentlich eine Pickaxe ist ja noch cool und eine, ich weiß gar nicht, Axt und Schaufel? Scheinbar. Ja, eigentlich können wir schon alles machen. Oh, sorry. Wie viel hast du? 5. Ah, okay. Wie brauchen wir Axt, Schaufel? 9 bräuchte ich dann noch. Also noch. Und du brauchst 11 insgesamt, ne? Warum 11? Schwert, Axt, Schaufel. Ah, ne, gar nicht. Schaufel hat ja nur 1. Ja. Gleich hab ich. Ah, ne, da bin ich fertig. 3, ja, Hammer, guck an. 9. Let's go! Ja, 9 Stück brauchen wir doch nur. Das Kabel wieder anschließen hier, sonst haben wir wieder keine Energie zu Hause. Oh nein. Zack. So, jetzt sehr, wieder sehr so gut. Professorisch irgendwo dieses Energizing-Setup dahin gebaut. Bauen wir später um. Genau, der Klassiker einfach. Da. Das war meine! Hast du die schon? Ja.
Hast du jetzt zwei? Nein, ich habe eine. Kannst du da mal einen Barren noch drauf tun? Ja, klar. Ah, ne, ich hab wohl zwei. Nein, jetzt haben wir drei. Ah, ich entcrafte die. Ich mach mal kurz. Warte. Geht das? Ja, die kann man da wieder auseinanderbauen lassen oben. Hammer. Unten, weil wir haben das im System. Ach so. Warte, wie hieß der denn nochmal? Das war dasselbe. Da ist er. Savager, genau, dankeschön. Sehr, sehr gerne. Ah ne, der geht nicht auseinander. Gut. Ah, da haben wir halt zwei davon. Für einen Gast. Für den Gast? Für den Gast. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch so ein bisschen Petrified Gedöns, ne? Ja. Und da muss ich noch meine Verzauberung, die behalte ich mal lieber hier, da drauf kriegen. Und Soulbound und so gibt es nicht. Nur nochmal zur Info, hatte ich öfter mal in den Kommentaren gesehen. Ja. Das gibt es hier nicht in der Version. Leider. Oh, hi. Schick siehst du aus, Peter. Dankeschön. Moin. Und ich glaube, ich muss mal das Cosmetic-Ding nehmen, weil so toll sieht die jetzt nicht aus, ne? Indestructible. Was sieht nicht schön aus? Wie Indestructible? Woher haben sie das? Habe ich von meiner Pickaxe runtergemacht. Wir brauchen den Digital Miner. Schnapp ihn dir. Können wir doch einfach hier anstellen, komm. Nee, hier haben wir keine Sachen. Wie, hier haben wir keine Sachen? Ja, neu generierte Erze. Gibt's hier nicht. In der Hood. Ah ja, stimmt. Dann müssen wir außerhalb. Hast du einen Energy Cube? Ja, klar. Los geht's. Wir müssen runter, Peter. Ich würde dich ja schon gerne einmal so mit dem Schwert hauen oder so, ne? Aber ich habe 41 Level. Hä? Okay, so. Hat sich erledigt, ne? Jetzt weißt du Bescheid. Hä, hast du mich jetzt getötet oder ich dich? Nein. Ich hab dich getötet. Du wolltest mich hauen? Nein, aber ich hab gedacht, ich hab dich gehauen, deswegen hab ich so gehät. Und dann hab ich gecheckt, dass ich gestorben bin. So. Ja, das boah! War ich. Was war? Alter, die Rüstung ist fast komplett kaputt. Echt? Ja. Oh. Also die Schuhe haben noch 8 Durability. Ja, dann hör mal lieber auf mich zu hauen, mein Freund. Heftig. Krass. Gewissen. Ich bin so erschrocken gerade. weil ich gedacht habe, ich habe dich jetzt wieder getötet. Und ich habe so gedacht, so, hä, wie ist das denn jetzt gegangen? Ja, ich dachte, bevor du mich tötest, töte ich dich. Nein, hätte ich nicht gemacht. Warte mal. Aber war One-Hit, ne? Ja, war One-Hit. Aber Obsidian dauert relativ lange zum Abbauen. Also brauchen guck mal, hier ist das Eis, ne? Da. Ja. Was ist das für ein Eis? Permafrost. Oh nein, nicht das Permafrost. Oh, also PCO2. Okay, warte. Komm. Zack. Wir brauchen Config. Delete. X-Petrified. Reicht da, wenn ich Tech mach? Nee. Da, X-Petrified Ore. Ach so, doch. Tech musst du machen, ja. Dann X-Petrified. X-Petrified Ore. Warte, Unterstrich. Ich kann kein Unterstrich, doch, kann ich wohl, Ohr, safe. Ah, der war falsch, Heiko. War nicht richtig? Was hab ich denn falsch gemacht? X-Petri, Petrifid. X-Petrifid, Unterstrich, Ohr. Oder Sternchen ist davor. Ah, Sternchen davor, okay. Safe. Ah. Cube. Oh, nein! Was denn? Wie viel hat er? 24, jetzt. Gut. Sehr gut. Moin. Moin, Max. Nicht rechtsklicken, ne? Wie nicht rechtsklicken? Nicht XP essen. Nee, natürlich nicht. Wie brauchen wir denn? 8, oder? 4 für ein Ding. Also 4 für einmal Indestructible. Warum denn 4 für einmal Indestructible? 4 Stück für einmal Indestructible. Ah ja, hast recht. Ah, dann brauche ich ja voll viel. Ja, richtig viel. Ach stimmt, ultra. Da brauchen wir doch dieses andere Ding, was man da zusammenbaut, ne? Hab ein Stellar-Teil brauchst du noch. Genau, warte. Oh, nach denen können wir nicht aussuchen. Dann suchen wir nach Stellar-Teilen, warte.
Ich mache gerade Dauerklicken. Dory? Ey! Zwei noch, wieder. Mann! Ist sehr wichtig gerade. Nesco! Okay. So, hätte ich jetzt aber Cold Stone machen müssen, wäre genauso schnell rausgeklickt gewesen. Jetzt aber, ich muss gar nicht dauerklicken. Das ist so viel geiler. Jetzt kommen nur noch Stella-Dinger. Ja, die muss er jetzt erstmal suchen. Okay, Petrified habe ich. Moin. Okay, hab alles, tschüss. Sehr gut. Also nicht alle, aber ich kann schon mal gehen um die Rüstung quasi. Allsumodium. Allsumodiumisieren. Genau, Allsumodiumisieren. Ich meine, das andere kann ich auch von den anderen Tools runterziehen. Kann ich einfach alle Verzauberungen von dem einen Tool zu dem anderen transferieren? Nicht, ne? Er muss sich 18 Bücher, glaube ich, machen. Ich glaube, musst du Bücher machen, ja. Ah, das ist immer so teuer. Aber ich kann jetzt natürlich endlich die Speed- und Energy-Upgrades hier drin installieren, damit ich nicht so lange warten muss. PTF. Voll dumm. Kannst du, ne, wir sind nicht in einem Emerald-Gebiet, ne? Okay, schade. Glaub nicht, aber ich könnte natürlich gucken, ob hier welche sind, ne? Weil dann können wir diesen XP-Speicherblock mal benutzen, weil dann hätten wir, glaube ich, einige Level schon gespart. Ja, weil du mich immer tötest, meinst du? Ja, ja, genau deswegen. Unerhört. Unerhört. Was denn da los? Realize. So. Boah, ich bin echt gespannt, ob wir den Wither One-Hitten damit. Oh. Probiere ich jetzt direkt aus, wenn er Spaß hatte. Instant. Instant. Und dann haben wir bald sogar noch den wunderbaren Angel Ring. Ja, das wäre echt cool. Aber warte mal, so. So, dann ist sie undestructible. Indestructible. Aber würde es sich nicht lohnen, erstmal das zu verzaubern und dann indestructible drauf zu machen? Ich glaube, das geht nicht. Aber probier es ruhig aus. Ah, ne, stimmt. Du hast recht. Ich glaube, geht nur auf Unverzauberte am Anfang. Genau, aber dann würde es sich, glaube ich, lohnen, das vielleicht zu verzaubern und dann runterzuziehen. Ah, das ist alles immer so eine Sache. Das ist immer so kompliziert. Ätzend. Lapis? Warte kurz. Amboss. Ich finde es immer noch cool, wenn Indestructible wirklich so Indestructible wäre und nicht... Ich zieh dir ein bisschen Durability ab, aber hier ist sie wieder, sodass du erstmal lange nichts abbauen kannst, mäßig. Ja, stimmt, stimmt. Das ist nicht so ganz cool, ne? Nein. Ärgerlich. Okay, warte, ich probiere mal aus. Nehme ein bisschen Lapis mit. Oh, die Pickaxe kann Bedrock abbauen. Nein. Nee, kann sie nicht. Wollte schon sagen, so voll super krass einfach. Peter kommt das nächste Mal runter, fällt einfach direkt ins Void. Alles abgebaut. Oh, das wollten wir mal bei einem anderen Projekt machen, ne? Ja. Das aber dann war ich Pussy, ey. Das wäre echt krass gewesen, boah. So, ich glaube, ich komme jetzt auch mal nach Hause. Ja. Ich mache Feather Falling auf meinen Helm, wollte ich schon immer mal haben, falls ich auf den Kopf fall. Oh, es gibt hier so Tomes, Peter. Ja, du kannst generell, also das sollten wir auch mal irgendwann... meinen Angriff nehmen. Du kannst so heftig verzaubern. Also ich meinte nicht diese Tomes, die noch besser sind, sondern es gibt Tomes, die du verzaubern kannst und dann kriegst du nur bestimmte Verzauberungen. Also zum Beispiel einen Weapon-Tome und ja. Auf den kriegst du dann eben nur Verzauberungen für Waffen, wenn du die im Ding verzauberst. Ah, okay. Und dann kannst du so spezifisch nach Sachen handeln, die du haben möchtest. Oh. Ja, ich habe jetzt sehr komische Sachen, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, ob das so gut war. Ich habe, auch so rote Sachen. Rote? Ach, da ja. Curses? Berserker Fury und so. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Bist hochgekommen. Das ist eine Rüstung kaputt. Nein, ist nicht, oder? Also gemein. Ist sie. Jetzt bin ich nackig wegen dir. Ist sie echt kaputt? Also gemein. Nee, ist ganz. Das wäre so geil gewesen, einfach so. Lauf hoch. Aber warte, wie viel haben die Schuhe? Die Schuhe haben noch ganze ein Durability. Habe ich perfekt abgeplant, vor allen Dingen. Ich habe richtig abgeplant. Ja. So, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch ein bisschen Angst, die Sachen anzuziehen. Ich gucke das Ganze erstmal nach. Also Schuhe haben Protection 5, Fire Protection 5 und Projektil Protection 5. Ui. Ui, die Schuhe. Allerdings habe ich Occult Aversion 1 auf meinem Helm.
Okay. Und Berserkers Fury 1. Also da muss ich nochmal nachgucken, was das ist. Und Featherfalling. Featherfalling ziehe ich von der Hose runter, pack's auf die Schuhe. Aber ich glaube, alles kann man nicht runterziehen, ne? Kann ich Berserker runterziehen? Ich guck Hammer. mal. Ich kann mir vorstellen, dass du Curses nicht runterziehen kannst. Featherfalling? Jetzt kann ich mir auch vorstellen. Ja, genau. Oh, Berserkers Fury ist einfach drauf. Dass er da sagt, nein, nein. Nicht mit mir. Aber eigentlich krass, Ui. das Ganze so zu verzaubern. Ja. Dann ist hier auch nochmal. Enchanted. Können wir nicht, eigentlich sollten wir uns mal eine Mob-Farm machen und so Liquid XP sammeln, weißt du? Du meinst eine richtige Mob-Farm und nicht das, was wir da haben von 1980? Ja. Ah, Und dann könnten okay. wir uns so ein Enchantment-Appli oder wie heißt der? Weißt du, so ein Enchanter von Industrial Foregoing machen und damit Gold Tools verzaubern, dann kriegen wir immer super gute Verzauberungen. Und das dann auf unsere Sachen machen. Geht das mittlerweile mit Liquid XP? Früher war ja einfach aus der, dass er Essenz hatte. Und Essenz gibt es ja hier nicht mehr in der neuen Version. Das ist natürlich die Frage jetzt, ne? Aber es gibt die Sachen aus der Mod, Boah, also ich hoffentlich geht will das dich mit der auch. Schaufel hauen, Heiko. Ich will dich mit meiner Schaufel Nein, nein, hauen. nein, ich habe Aber du hast keine 41 Rüstung an! Level. Ah! Jetzt hätte der Cut kommen, ist eine Folge vorbei. Genau. Und nächste einfach tot. Projekt beendet. Einfach Oh aus dem Projekt Mann. geschlagen. Okay, ich werde mich jetzt hier nochmal ausgiebig ein bisschen mit den Verzauberungen befassen. Mein Gott. Auch was das hier ist, dieses Berserkers Fury. Und dann werde ich euch nächste Folge zeigen, wie unsere Rüstungen aussehen. Und dann werden wir vielleicht mal einen Wither klatschen, um dann endlich mal zu fliegen, richtig. Also haut da Yay! rein und bis zum nächsten Part. Tschüss! Tschüss!